Hallo meine lieben Freunde, heute kommen die nächsten Bäume aus dem keltischen Baumhoroskop an die Reihe. Welche Eigenschaften hat dein Seelenbaum? Und wir starten mit der Haselnuss. Die Haselnuss, der Baum des Glücks und die innerlich wertvolle. Die Geburtsdaten sind 22. bis 31. März und 24. September bis 3. Oktober. Das Baumhoroskop besagt, Haselnussmenschen sind wertvolle Zeitgenossen und ziehen förmlich das Glück und das Gute an. Und das färbt auch auf die Menschen in ihrer Nähe ab. Deshalb sind die Haselnussgeborenen immer willkommen. Glück auf! Übrigens, Wünschelruten werden oft aus den Astgabeln des Haselnussbaumes hergestellt. Nun die Eberesche. Der Baum der Hilfsbereitschaft und des Feingefühls. Die Geburtsdaten sind der 1. bis 10. April und der 4. bis 13. Oktober. Auf den ersten Blick ist die Eberesche ein eher kleiner Baum und sein Stamm hat höchstens einen Durchmesser von 40 cm. Und das besagt das Baumhoroskop. Sie glänzen mit ihren tiefer liegenden Eigenschaften. Menschen und Tiere fühlen sich wegen ihres Feingefühls bei der Eberesche Geborenen wohl und oft wird nicht erkannt, wie leicht sie verletzlich sind, was dann in Unverständnis fällt. Nun der Ahorn. Der Ahorn, der Baum der Harmonie und Ruhe. Die Geburtsdaten sind 11. bis 20. April und 14. bis 23. Oktober. Die gezackten Blätter des Ahornbaumes sind leicht erkennbar. Das Baumhoroskop besagt, Ahorngeborene dringen nicht nach vorne, stechen aber aufgrund ihres besonderen Aussehens oft hervor. Ihre Eigenschaften sind Gelassenheit und Harmonie. Die in dem diesen Zeichen zugeordneten Menschen schlummern. Sie leben ruhig und gelassen. Und das macht sie glücklich. Ja, und die nächsten drei Bäume sind Eibe, Nussbaum und Kastanie, die ich euch in Kürze auch noch vorstelle. Bis dahin herzlichst, eure Deria.